Willkommen zum Streitaufnahme der Deutschen Bahn in Sorge Hauptbahnhof. Mein Name ist Manuel Ehrlich vom Kanal Erlebnis 19. Außerdem, es fahren nur einige Züge, so wie hier die RB 175 nach Ria Hauptbahnhof um 16.31 Uhr. Wir sind heute am Mittwoch, den 11. August, Kalkhause 21. Es fahren nur einige Züge, so wie hier von der Deutschen Bahn vom Zürich. Alles auf vom Gleis 1. Was ich noch sagen wollte, ist, die Privatunternehmer von Fleckhin nicht betroffen vom Streit der Deutschen Bahn. Die können regulär fahren. Allerdings nur bis zur fahren, bis die Deutsche Bahn die Strecke blockiert hat. Dann müssen die auch mitschreien, wenn die Deutsche Bahn die Gleise blockiert. Das gilt auch für andere Privatunternehmer. Der Go um 16.01 Uhr, ich habe 10 Minuten herbei und die RB mit Naumärkisch entfällt heute aus. Wegen dem Streit. Der RE 29527 nach Frankfurt Hauptbahnhof, Abfahrt 16.41 Uhr, fährt. Fleck ist ein Privatunternehmer. Und aus diesem Grund dürfen die auch rund der Streit der Deutschen Bahn fahren. Dieser IC geht in Sorge auch rund der Deutschen Bahn Streit von 11 Uhr bis vorauf, die sich 24 Uhr. Hier hätte man noch ein ICE, wo auch heute vom Streit betroffen ist. Mit Namen Konstanz. Ich weiß nicht, ob wir gar ohne den IC ziehen. Gefällt auch aus. Einige große Bahnzüge fahren und einige, ne? Deshalb ging die Gäuse in den Bahnhof rum. Die Fleck ist nicht betroffen vom Streit der Deutschen Bahn. Die Fleck ist nicht vom Streit betroffen. Nur einige Deutsche Bahn Züge hin unterwegs. Einige reige komplett und falle aus. Und einige an Herbergen. Außerdem fahren die Privatunternehmen der Rasebahn Saarbahn. Wie zum Beispiel fahren auch die Privatunternehmen Busse der Saarbahn. Wie zum Beispiel fahren die Privatunternehmen RNV, SWHK, Mainzer Mobil, NVG, Saarbahn und so weiter. Diese private Unternehmen hin und nicht mit der Deutschen Bahn zu tun haben. Der Verkehrsbünger, die fahren regulär, die sind nicht vom Streit der Deutschen Bahn betroffen. Die RB 125-37 der Linie RB 70 fährt um 17 Uhr so nach Kaiserslautern Hauptbahnhof. Danach gefolgte RB 125-39 nach Kaiserslautern. Abfahrt 18 Uhr so fällt aus. Um 19 Uhr 3 fährt wieder.
worauf ich dich Rippbahn, Strafbahn, Flex ist nicht betroffen. Die fahre regulär, allerdings nur bis zur Stelle, wo die Bahn blockiert. Außerdem fahre die Rippbahn der französische CF auch regulär, weil die sind in Deutschland nur für Gasgar, wobei der Neckarhalt hier in Saarrücke bei diesem RE vorbei ist und in der Goldrem über die Grenzfahrt. Aus diesem Grund ist der subhundertsiebzigste CSNCF ausgenommen vom Streit der Deutschen Bahn. Und das war's wieder. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, abonniert ihr den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin dann nicht auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Anschauen. Wenn der Video euch gefällt, dann kann man nach oben machen. Bis bald.